Feurio zusammen und herzlich willkommen zum Nachfolger von Landwirtschaft Simulator. Korrekt. Mit Miri und Katze. Und zwar spielen wir Dino Katze. Nein, warte. Du hast ein Loch im Boden gemacht. Pixark. Pixark spielen wir. Ich auch Löcher am Boden? Ja, du musst einfach draufboxen. Boxen. Das ist im Prinzip ein Spiel mit Dinos. Also im Prinzip Ark in Minecraft-Grafik. Richtig? Und die Sachen sind echt scheiße. Also ich weiß nicht, wie ich da näher an den Charakter komme. Wow. Na toll. Ey, geil, herzlichen Glückwunsch. Ich sammle schon mal Gras. Also Miri, mit E kannst du hier Zeug sammeln. Nämlich das Gras. Ich weiß, dass das wichtig ist. Ich habe einen höheren Level als du, also sag mal ruhig. Du mich auch. Ich bin Level 5 und du Level 4. Komm, jetzt also. Haben einen Block. Blöp, blöp. Ach nee, blöp, blöp. Dieses Crafting-Menü taucht dann nur dann auf. Wie setze ich die Sachen? Oh, ich habe es gerade rausgefunden. Glückwunsch. Okay. Das geht aber ganz gut eigentlich. Geht ja. Von der Hand. Guck mal, da drüben sind... Süß, Gremlins. Minotau. Das ist ganz schön dunkel. Ja, ne? Gamma 4. Ja, mach mal Gamma. Kannst du Gamma hochsetzen? Gamma 4 oder Gamma 3? Gamma 3. Weißt du, wie man macht? Tab drücken und einfach Gamma 3 eingeben. Guck mal, ich kann bestimmt auch Bäume fällen, oder? Muss man ja. Man muss ja irgendwie an Holz kommen, warte. Muss ja irgendwie eine Spitzhacke auch herstellen. Autsch. Wo ist jetzt Holz? Weiß nicht. Was eingesammelt ist. Ah, da, Wood. Wood. Drück mal I, dann hast du dein Inventar. Du musst ja skillen am Anfang. Du musst ja Health, Stamina, Oxygen. Wood. Darf das wahr sein, ey. Jetzt bin ich wieder da, Leute. Erste Folge direkt in den ersten 2 Minuten AFK. Das ist schon okay. Ja, professionell. Für mich. Also. Ja. Also, ich finde das auch nicht in Ordnung eigentlich von dir. Ich habe Beeren gekriegt. Willst du eine Beere? Nein, du nicht, Kanne. Miri wollte eine Beere geben. Hier, die kleinen Büsche hier, die droppen anscheinend Beeren. Blöp. Ich finde das großartig, wie die Augen von den ganzen Tieren so leuchten. Das stimmt. Pokémon. Was ist das da für ein leuchtendes Ding hier? Warum sind hier überall Säulen, die leuchten, Katze? Ach, mit mittlerem Mausrad ist das, was ich gesucht habe. Ja, mittlerem Mausrad drauf drückt Ego-Perspektive, richtig. Genau, damit kann ich jetzt auch arbeiten, danke. Katze, du weißt, dass Miri und ich keine Ahnung haben von dem Spiel. Das heißt, du musst uns ein bisschen helfen. Also ja, ein bisschen, also ihr sammelt zu Anfang jetzt erstmal Salz, genau. Ihr sammelt zu Anfang jetzt ein bisschen Holz? Thatch auf dem Boden. Das war das Gras. Genau, das ist das Wichtige. Sammel nicht Gras. Womit ihr da dran geht und E drückt. Versucht möglichst nicht auf irgendwelche bösen Dinos drauf zu latschen zu Anfang und dann gehen wir jetzt von vornherein erstmal in der Produktion mit Werkzeugen und sowas. Ich boxe also einen Baum und boxe einen Baum und boxe einen Baum, habe jetzt einen Baum abgebaut, habe dadurch Leder bekommen. Miri, das ist ein Inventar, ein großes Crafting Vieh. Gehen. Das ist lieb. Das ist passiv. Also, Crafting. Das ist ein Leuchten. Wie craftet man denn? Das heißt, du gehst auf dein Inventar. Ja, ich drücke I für Inventar. Miri, mach das mal mit. Nein. Doch, du musst es lernen. Okay. So, dann gibt's oben Engram, ne? Das weiß ich, das sind die Rezepte zum Lernen. Genau. Naja, aber du gehst erstmal auf Craften. Magical Skills, cool. Cool. Okay, Craft. Was will ich denn? Ich will erstmal eine Axt. Suche ich das nur aus und drücke auf Craft? Bitte? Fertig. Ja, normalerweise schon. Ja, warum geht das denn so einfach? Fies. Cool, Miri, komm, ich hab eine Axt. Jetzt? Was mach ich damit? Kannst du Sachen abbauen oder Tiere töten? Mit einer Axt kannst du Holz fällen schneller zum Beispiel. Kann ich bei Louis aber töten? Das ist nicht nur Minecraft-Style. Mit einer Pickaxe zum Beispiel bekommst du aus Steinen mehr Flint, als du Stone bekommst. Mit einer Axt bekommst du aus Steinen mehr Stein, als du Flint bekommst zum Beispiel. Was? Bei Bäumen bekommst du mit einer Pickaxe an einem Baum mehr Thatch und mehr Stroh als oder allgemein mehr Stroh, als du das mit einer Axt tust. Mit einer Axt bekommst du mehr Holz. Was ist denn so leise? Deswegen. Und ihr denkt dran, ihr habt einen begrenzten Inventarplatz, der nicht durch irgendeine Quantität festgelegt wird, sondern durch euer Holz, durch euer Zeug. Das kann schwimmen. Durch Gewicht. Genau, danke. Guck mal, Miri, drück mal I. Da kannst du skillen. Katze, was skillt man? Health, Stamina, Oxygen, was ist denn am wichtigsten? Wo kann ich denn? Ach, hier.
Das ist, ich habe am Anfang, skill ich eigentlich immer auf Fähigkeit, was zu halten. Also auf Stamina. Nee, das ist deine Ausdauer. Auf Halten, also auf Wait. Genau, danke. Aha, ja, dann setz ich da Punkte rein. Genau, auf Wait und sowas. Oh süß, hallo, hallo süß, hallo, möchte ich mal. Hallo süß. Ich habe es, guck mal, ich habe ihm was zu essen gegeben. Cool, es hat es cool gefunden. Hallo, hallo. Ich habe schon meine ersten Viecher getötet, Blauli freundet sich noch mit Tieren an. Nein, nein, das, da steht, ich kann das züchten, hallo. Nein. Tam. Und die Dinger darfst du töten, hey, die Dolos. Oh lol, das ist ein Passiv-Tame. Das weint, das weint. Oh lol, das ist wirklich ein Passiv-Tame. Warum ist hier ein Patchy denn ein Passiv-Tame? Hallo, süße. Das sind allgemein Passiv-Tames. Hast du wieder Hunger? Hast du wieder Hunger? Lul. Wie passiv? Was ist passiv? Passiv-Tames sind normalerweise so Sachen, das, hier, das hat jetzt wieder Hunger. Das kann ich jetzt zum Beispiel wieder füttern. Nein, das ist mein! Fies! Passiv-Tame bedeutet, normalerweise ist es ja so in Ark, dass du Tiere betäuben musst, den Großteil der Tiere. Um es dann mit Bären voll zu hauen, um es dann dadurch zu zähmen nach einer Zeit. Und es gibt das wenige Tiere, die du passiv-tamen kannst. Guck mal, das ist jetzt unseres, oder? Das ist jetzt gezüchtet Taming? Nein, erst noch einmal. Nicht weglaufen, kleines rosa Dingsbums. Der ist unserer. Und was macht es? Das ist jetzt unserer. Der tut jetzt das, was wir ihm sagen. Damit? Hallo. Du kannst auch dem nehmen. Jetzt auf die Schulter. Oh, wie süß die Augen sind. Oh, das ist jetzt auch unseres. Ja, süß. Das will ich. Kann ich damit machen? Nein, da kannst du reiten. Aus dem Sattel dafür, um das reiten zu können. Easy, ich hab keinen Sattel. So. Die folgen uns jetzt automatisch. Ich habe das gepfiffen, dass die uns folgen. Bedeutet, die kommen jetzt theoretisch mit. Wir haben auch ein Inventar. Ich habe den Hasen gerade gewonnen-hittet. Das ist nicht süß. Das ist fies. Nee, und der Hase ist jetzt bei Miri auf dem Kopf. Das ist doch kein Hase. Das ist mein Hase. Miri ist ein Osterhase. Süß. Ich kriege jetzt. Ja, da vorne ist ein Skorpion. Skorpion. Den sollten wir vielleicht nicht unbedingt Gassi gehen. Wir sollten allgemein mal gucken, was können wir denn momentan gerade in Ingrams lernen noch? Guck mal, da oben ist, achso. Campfire können wir zum Beispiel mal noch lernen. Dann können wir hier ins Grasland wieder. Oder tu den Hasen runter. Nein! Ich krieg den Hasen wieder runter. Das weiß ich nicht. Drück mal, ich halte mal E gedrückt. Ein Spear zum Beispiel, ein Patchy-Sattel können wir zum Beispiel schon craften und schon lernen zu craften. Okay, das Engram-System. Ist es wirklich so, dass wir nicht alles lernen können oder ist das hier leichter das gemacht, dass nicht, man wirklich alles lernen kann? Ich weiß nur, dass wir, es weiß ich nicht. Also ich weiß nur, dass man das in normalen Arc eben nur bedingt haben konnte. Damiri, das musst du mitmachen. Geh mal auf, drück mal I für Inventar und dann klick oben Engram an. Aha. Das ist dein Baum. Da kannst du lernen, was du craften möchtest. Und du musst die halt durchklicken, glaube ich. Oder kann ich instant was anderes wählen, als das, was da steht? Ja so, klar, du musst zum Beispiel jetzt nicht Campfire lernen. Weil es reicht halt, wenn es einer kann sozusagen. Aber du kannst dann halt gucken, was du dann lieber. Ja, so die Basics, möchtest, die man öfter braucht, so Sachen, die man immer wieder craften kann, die kann ruhig jeder lernen, weil die kosten am Anfang auch so gut wie keine Punkte. Ah. Was soll ich jetzt gehen? Ein Punkt oder so am Anfang und dann passt die ganze Geschichte. Also man muss doppelt draufklicken, damit man das kriegt, okay. Genau. Was soll ich denn jetzt lernen am besten? Das weiß ich nicht. Mach mal Cut. Sehr gute Frage. Also ich habe Campfire gelernt, war das richtig? Ihr könnt ein Campfire lernen zum Beispiel. Das ist zum Beispiel gut. Weil dann können wir Essen kochen. Aufgabe. Nein. So. Das Hochspringen finde ich hier nicht so nobel, ehrlich gesagt. So nee. Nee. Wo seid ihr hingekommen? Ich bin einfach auf den Berg hoch, ich wollte noch Holz holen. Ich glaube, Holz braucht man immer. Was mache ich mit dem blöden Hasen? du trägst den halt. Das ist ja, halt aber deins. Wie krieg ich ihn weg? Drück mal Doppel-E. Doppel? Doppel-F, Entschuldigung. Da. Genau. Ah. Hallo. Und warum reitest du auf dem Vieh? Hat ein Vieh. Wir wollen auch einen. Dann nehmt doch den da. Wo? Oh. Wie funktioniert das denn? Miri, willst du reiten? Und dann kannst du reiten. Oh Gott, ich fahr runter. Warte, der rennt hier hinterher. Warte! Moment, ich mach kurz, dass er nicht mehr nachkommt. Miri, los, reite! Oh, cool! Tschüss, los! Oh, jetzt cool. Wir halten euer Essen. Guck mal, das ist ein fliegendes Einhorn.
Wir essen im Auge nach rechts. Oh yo. Essen und Trinken im Auge behalten, Leute. Wenn ihr trinken müsst, geht ihr ans Holz. Geht ihr ans Wasser. Nicht ja, ich trinke gerne aus Holz. Sehe ich das? Rechts am Rand. Diese Symbole rechts, okay. Die gelben. So, gucken wir mal gerade, was haben wir noch so für Engrams, die man lernen kann. Klamotten können wir mal lernen. Genau, Wood Ceiling und so Zeug. Das kommt alles jetzt langsam. Dafür muss ich das andere erstmal. Touch. Ja, aber also im Moment macht es noch Sinn, dass wir alle das Gleiche lernen oder lassen wir lieber Sachen weg wie diese Thatch? Das ist ja, glaube ich, die aus Stroh einen Haus bauen, ne? Ja, es ist immer so Geschichten, je nachdem. Du musst halt später, um überhaupt irgendwas weiterbauen zu können, musst du immer das Zeug davor gelernt haben. Bedeutet, wenn du irgendwann eine Steinwand bauen möchtest, brauchst du vorher eine Thatch-Wand gelernt. Ah, okay. Achso, und hier sehe ich jetzt gerade ein Schild, ein Fenster können wir bauen, Holztische. Cool. Ach, also was Cooles. Ich verstehe. Cool. Ich mach mal Klamotten. Achso, machst du mir auch Klamotten? Ja, da musst du es nicht lernen. Ist okay für mich. Warte, ich muss ja gucken, ob ich davon. Oh, hallo, kleine Dino. Und Miri hat Miri dich allein gelassen, fies. Aus Versehen. Ich lebe die aus Versehen. Er brauchte eine Pause. Er brauchte eine Pause, das war wichtig für ihn. Ja. Ein Schlafsack? So. Schlafsack ist auch zum Beispiel gut zum Respawnen. Also, ich crafte jetzt. Ich crafte Miri ein Hose. Raft ist mir tatsächlich schon Sachen zum Anziehen. Und noch ein Hose. Cool. Ein Plover. Noch ein Plover. Schuhe. Oh, wir haben schon Leder dafür. Sehr gut. Bringt das irgendwas, Klamotten zu haben? Ja. Wärmeschutz, Rüstung zum Beispiel. Resistenzen im Allgemeinen, also auch zum Beispiel manche Klamotten geben eine bessere Thermodynamik unter Wasser, dass du nicht so schnell irgendwie erfrierst unter Wasser oder dass du in Vulkangebieten nicht so schnell überhitzt. Später wirst du mehrere Rüstungen haben, werde ich dir garantieren. Es gibt auch welche, die zum Beispiel dann extrem schwer sind, aber dafür sehr, sehr gut helfen bei Verteidigung. Wie müsste ich die aus? Ach, da oben sind die Slots. Okay. Genau. Und wie gebe ich Miri was? Kann ich jetzt einfach am Boden schmeißen? Theoretisch müsstest du das alles droppen können, was es gibt. Da, Drop-Item. Miri, guck mal, ich schmeiße es gerade vor mir hin, damit du einsammeln. Es gibt aber auch von vornherein schon ein paar Sachen, wie Shortcuts und so, die du belegen kannst. Da musst du alles einsammeln. Wie? Ja. Alles? Ja, es regnet. Oh, hallo, Dino. Oh nein! Warte, Miri, ich habe die Hose wieder eingesammelt. Aber ich brauche eine Hose. Wie ziehe ich denn die Sachen an? Drück Inventar und dann hast du oben über deinem Charakterbild hast du Slots, die sind so ausgegraut. Da kannst du die reinschmeißen. Ach. Hallo, kleine Drachi. Kleine Drachi? Ja, ein kleiner Dino-Drachi ist das. Wow. Okay. Süß. Ich glaube, also ich finde das toll. Eher ein kleiner Dino als ein kleiner Drachi. Das ist süß. Süß. Was ist das für ein Huhn? Guck mal, da vorne sind zwei Dinos, die sind verliebt ineinander. Die wollen Liebe machen. Liebe machen. Was sind das für Dinger? Die sind ganz schön unheimlich. Gehen wir da bitte nicht hin. Wo ist Katze hin? Ist er fort? Nö. Ist gegangen und hat uns allein gelassen, würde ich sagen. Glaube auch. Ich alleine ist auch ganz allein gelassen hier. Dino kann sogar kämpfen. Dino kann hauen. Hau. Und Dino kann sprinten, guck mal. Cool. Dino haut jetzt Hasis. Und? Nam. Ich bin ein Dino und fresse Hasen. So, jetzt beiß. Nicht weglaufen. Und noch ein Hase. Komm. Hasi, komm. Du bist kein Hase, du bist ein Elefanten. Wow, was ist das da großes? Das große rote Ding. Ist das böse? Nicht weglaufen, Hasi. Böse? Kommst mir nicht. Ja, fies. Oh, der Kopf rollt weg. Ist das eklig. Du hast das Fleisch liegen lassen. Kann man das nur einsammeln, wenn man abmountet? Ja. Wo ist Katze hin? Ich bin immer noch an der gleichen Stelle, wo ich die ganze Zeit bin. Ihr seid weggelaufen. Nein. Hä, wir waren auf dem Berg da oben bei Hasi und so. Wo bist du hin? Ihr lauft die ganze Zeit weg. Ich stehe immer noch hier an der gleichen Stelle.
Da hat jemand aus Versehen was hingebaut, soll ich das abbauen? Er baut ein Haus. Cool. Ich habe ja aus Versehen. Aber du weißt, das können wir auch aus Erde bauen. Ja, ist aber doof. Was zum? Der Pilz hat sich bewegt. Ja, der Pilz ist auch gefährlich. Leute, es kann sein, dass ich gleich tot bin. Warum? Weil ich jetzt einen Kampf mit einem Skorpion suche. Okay, ich mache mir meinen Speer, das ist schon mal eine gute Waffe. Craft. Ach nee, muss ich erst lernen. Hab ich schon. Speer lernen. Hast Speer du craften. Schon alles dafür, um das zu kaufen? Nein, mir fehlt Stein. Das tut wirklich extrem weh. Wo ist der Patchy? Hier, Drachi. Was willst du mit Drachi machen? Ah. Hallo, süß. Kann ich so einen haben? Oh, guck mal, er schwimmt. Warum gibt das hier nur Flint und nicht Stein? Wo baust du denn? Das wäre Kohle im Übrigen. Oh, okay. Dankeschön du nicht dafür. Bei Louis Level warst. Nein! Nein! Wie? Er hat ihn getötet. Nein! Das war drauf, ey. Wir brauchen mehr Patches. Also, wie kommt man an Stein? Ist das hier kein Stein? Hier steht überall nur blind dran. Buddel dich doch runter. Ja, du darfst das. Stein bekommst du mit einer Axt daraus. Ja, aber hau ich ja. Ach, mit einer Axt und nicht mit einer Spitzhacke. Ja, normalerweise schon. Warum? Also, du baust es mit der Spitzhacke ab. Und dann müsstest du eigentlich einen Stein rausbekommen am Ende. Ich weiß jetzt nicht, wie das geregelt ist. Aber mit der Axt krieg ich da gerade gar nichts raus. Mit der Spitzhacke krieg ich blind raus. Ich weiß nicht, was das soll. Ich verstehe es selber noch nicht ganz, ehrlich gesagt. Okay. Gut, Miri, dann gehen wir mal unter die Erde, würde ich sagen. Vielleicht ist da ja irgendwo was. Was bist du, Dirt? Dirt ist nicht richtig. Ja. Oh nein, die Blöcke fallen runter. Nein, das ist wie ein Invasion. Das ist jetzt der Standard für schlechte Dinge. Invasion. Ja. Kommt da Stein raus aus den braunen Dingern? Nein, nur Dirt. Das ist nur okay. Erde. Was ist das? Ich habe Stein gefunden. Obsidian? Das ist Stein hier. Ich glaube, das hier ist Stein. Findest du auch, dass das Hut ein bisschen zu dick ist, zu groß aufträgt so? Ja. Was? Diese ganzen Anzeigen, dass alles blinkt und so, ist schon ein bisschen nervig. Das stimmt. Auch, dass wenn du rennst, automatisch irgendwie um dich herum diese Fehler, diese Balken kommen und so, ist sehr nervig. Ich habe einen Stein und noch einen Stein. Gut, dass es nur 2 Jahre dauert, so einen Stein abzubauen. Ja, du musst jetzt eine Steinpickaxe halt machen, dann wird es auch wieder besser. Das ist wie in Minecraft. Nee, aber ihr Lieben, wollen wir eigentlich mal was machen? Was denn? Ich hab den Pilz geboxt. Ja, das haben wir gemacht. Ich würde halt sagen, wir beenden hier die erste Folge. Wir hoffen sehr, euch gefällt das, was wir uns jetzt hier ausgedacht haben. Und hoffen, dass das für euch ein adäquater Landwirtschaftssimulator-Ersatz ist. Ja, Leute, wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst dem Video doch einen Daumen nach oben da. Kommt am besten morgen wieder. Ich meine, da gibt's schon mehr, aber Fies! Und ja, guckt bei Miri und Katze vorbei, wenn ihr wissen wollt, was die gemacht haben. Und vor allen Dingen, wenn ihr wissen wollt, wie Katze unser süßes kleines Tier kaputt gemacht hat. Ja, fies. Das war fies. Ansonsten mal gut, bis zum nächsten Mal. Und bleibt schön feurig. Brrr. Tschüss. Throw your cranes up.